Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Gehen wir nach unten, suchen wir Jonah. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Okay, so weit, so schlecht. Weg zur verborgenen Stadt. Die Prüfung des Jaguars. Ja, die erste Prüfung ist wohl Höhenangst überwinden. Wow, shit. Da sich durchzwängen. Da die Prüfungen schon zig Millionen Jahre alt sind, ist das nicht mehr allzu weit ausgebaut. Ich verstehe Lara aber auch nicht. Warum zum Teufel muss die immer ohne Sauerstoff reingehen? Ich meine, man hat doch so kleine Sauerstofffläschchen, so, die man sich in den Mund stecken kann, mit Mundstück dran. Verreckt mir jetzt nicht. Die ist eine Abenteuerin, die müsste es besser wissen. Die sollte Verantwortung übernehmen, weil die Welt retten muss. Da ist er schon wieder. Hey, immer derselbe Freund, der uns angreift. Hat schon mal einen gekillt davon. Oh, schon wieder. Ja, da hinten sind Blasen. Ich gehe schon hin. Ich habe total die Orientierung verloren, macht aber nichts. Voll, ich habe generell alles voll. Ich stelle sowieso kaum was her. Komm, schwimm, was das Zeug hält. Wir sind da, wir sind da, wer noch? Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Absolut kein Kontakt. Hüpfen wir weiter. Sieht aus wie die allmächtige Ameise. Was? Kann man doch bestimmt hoch. Doppelsprung. Auch kein Doppelsprung. Darüber hat sich aber gut angehört. Kann ich vielleicht den Haken werfen? Das wäre clever. Heppa. Kann ich auch nicht. Da was zum Tauchen? Auch nicht. Steh nur ab. Die können sich überall festhalten. Die soll keinen Mist erzählen. Komm ich hier um die Ecke? Kommt tatsächlich da um die Ecke, oder? Was ist, ob man da hinkommt? Oh, da ist nichts. Gucken wir das nochmal von unten an. Kam bestimmt irgendwo hochklettern. Ich sehe das nur gerade nicht. Das ist auch voll. Da brauchen wir nichts von. Schon mal nichts. Ich würde ja gerne diesen Haken werfen. Ich kann aber nicht. Ich kann mir auch nirgendwo einen Pfeil festschießen. Dass ich da oben hin soll, ist mir klar. Ah, hier habe ich was übersehen. Hat aber nichts zu bedeuten. Oh, die Grafik ist mega. Hält sich auch nicht so fest. Ja.
Komisch, ich könnte so leicht da hochkommen. Hält sich nirgends so fest, Hilfe. Da an die Wand soll ich, holy shit, ey. Die Kamera hätte ruhig ein bisschen rüber zeigen können. Naja, Lara hat sich hingelehnt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab Jonah, sogar von Weitem noch drauf geguckt. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Tja. Ja, mit. Ja, der Erz. Also wir wurden schon mal reich belohnt. Wir sind on top of the world. Und hey ja, hey ja, hey. Wollte gerade sagen. Springen! Dann springen! Jetzt aber auch so locker da hochkommen können. Locker. Prüfung des Adlers. War es nicht gerade noch Jaguar? Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Na gut. Das können wir gebrauchen. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Fähigkeiten. Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber... Was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Ey, Lara ist so brutal geworden. Zieht euch mal rein, was wir da machen können, ey. Alter. Benutzen Sie einen Seilfall von Ästen aus, um Feinde zu töten und ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Alles klar. Okay. Das hört sich aber mega cool an. Ich glaube, ich nehme das auch. Wann überhaupt alles freischalten? Das ist der Wahnsinn, ey. Weniger Ressourcen. Ich bin nicht so interessiert an der ganzen Suchergeschichte. Aber ich bin daran interessiert. Ja. Weil cool. Einfach cool. Mir nicht. Da spare ich mir lieber den Punkt auf, ehrlich. Naja, das ist schon ganz cool. Gehen wir noch mal ins Inventar. Können wir bessere Sachen machen? Nö. Outfits. Ich mag das Outfit, deswegen trage ich es auch. Ansonsten interessiert mich das gar nicht, was die für Fähigkeiten haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ein bisschen überflüssig. Wahrscheinlich morsch wie Sau. Ich meine, ich finde das ganze Klettern in Tomb Raider ja richtig geil, aber... Hier mehr Action, bitte. Anscheinend kriegt das, finde ich, immer richtig gut hin. Da gibt's Action, dann gibt's wieder Kletterphasen. Hier stimmt das... Die ganze Balance irgendwie nicht. Wäre eine Leiter, wenn's richtig herum wäre. Immer da, wo die Vogelkacke ist. Das ist gar nicht so richtig wohin, aber... Wir finden schon einen Weg. Wir finden schon einen Weg. Kann ich mich hier fallen lassen? Oder kann ich mich hier abseilen?
Abseilen wäre gut gewesen, aber ich hätte wahrscheinlich springen müssen. Weg war aber schon mal richtig. Glück. Wo ist hier ein Weg? Die Kamera lässt nicht mehr zu. Abseilen ist doch ganz cool. Ach, X löst die Scheiße, aber ich habe es überlebt. Whatever. Beeindruckend. Die mit ihrem Doppelsprung. Kann ich nicht hier weiter? Schon sagen. Oh, das mit dem Abseilen gefällt mir gar nicht. Ich drücke meistens die falsche Taste. Aber das geht. So können wir hin und her laufen. Dann springen. Einen Anlauf nehmen wir noch. Booyakasha! Das ist mir schon zum dritten Mal jetzt passiert. Ich drücke nach oben, die Kamera dreht sich und auf einmal springt die zur Seite. Macht nichts. Cool. Muss ich hier einen riesigen Anlauf nehmen? Da war ich doch gerade. Na klar, da bin ich doch da hingesprungen. Seil verbinden. Ah, auf die Spule, das macht Sinn. Aber womit verbinde ich's? Damit. Vielleicht. Nee, ich weiß nicht. Muss es ja verbinden. Oh, mit was Ding da gegenüber natürlich. Sieht vielversprechend aus. Und jetzt nicht mehr. Oh. Ich hab schon die Leiter gesehen. Oh ja. Ich werd gleich hier runtergefegt, oder? Wohin? Wohin? Hier hoch? Hier hoch? Nein, nicht da hoch. Wo hoch? Wo hoch? Hier hoch. Okay, ich muss 100% auf die andere Seite. Oder auch nicht? Ne, einen höher. Nicht umfegen. Geschafft. Okay, von wo aus gehen wir hier weiter? Vielleicht gehen wir da auch gar nicht weiter. Ah, ich kann mich erinnern. Der hat doch gesagt, sieht so aus wie eine Leiter. Wenn sich das nochmal dreht, dann auf jeden Fall. Geht noch nicht. Ja, es wurde schon so gebaut, dass wir hier komplett langklettern können. Mehr Segel. Also rinse and repeat, immer dasselbe. Das heißt, das müssen wir dann auch befestigen. Das ging ja nicht, von hier aus kamen wir. Dann müssen wir wohl darüber. Hey.
Ich habe gerade geguckt, ob mich nichts runterfegt, weil das wäre irre beschissen. Oh Gott. Oh Gott, geh da schnell rein. Ich wusste es. Das war knapp. Ja. Meine Rede. So, das heißt, ich könnte das bestimmt damit verbinden. Da ist aber auch noch was, ne? Dann springe ich doch wieder da runter. Da will ich doch gar nicht runter. Da war ich doch gerade. Ah, ja. Ja, ja. Tja, hätte ich das gerade gesehen, dann... Obwohl, das könnte auch die andere Seite sein. Das glaube ich eher. Hier hat es, glaube ich, nichts gebracht. Kann das sein? Vielversprechend. Haben wir schon mal gut kaputt gekloppt. Das ist auch was zum Verbinden. Okay. Kann ich bestimmt mal ziehen. Ja. Das könnte klappen. Nice. Jetzt. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Dazu war das da. Das hier vorne steht, muss das mit dem verbunden werden. Ja, das hält. Ja, die haben schon damals gewusst, dass Lara vorbeikommt. Deswegen haben die all diese Seile dahin gebaut. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Jetzt zerstören wir das Teil nur noch mehr, aber... Oh oh, krach nicht wieder durch 5 Ebenen. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Ich kann mich hier fallen lassen, oder? Ich kann mich hier fallen lassen. Oh, wieso lässt die sich denn nicht komplett fallen? Jetzt wird's lustig. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Daran habe ich nicht gedacht. Das geht tatsächlich. Ach komm, du sollst dich doch nur fallen lassen und dich da festhalten. Ah! Ah! Dann schnell die Maschine hoch. Autsch! Wohin? 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 Ich kann nicht weiter hoch. Doch, ich kann. Oh, wow. Da muss ich das Fenster finden. Was soll ich auf dem Balken da? Ja. Der Balken ist besser. Okay, so weit, so gut. Und weiter. Wow. Okay, kurz checken, wo ich muss. Ich muss weiter klettern. Weiter hoch, aber da ist eine Lücke zum Springen. Ich weiß aber nicht, ob ich da dran komme. Ah, hier kann ich rüberspringen. Aber den Sprung schaffe ich nie im Leben. Ich muss noch weiter hoch. Da ist aber was. Ich sehe es. Ich gerade nicht. Boah, komme ich da hoch? Komme ich da dran? I don't know. Ich glaube, ich muss auf den Balken. Der Balken ist schon ganz gut. Wir dann. Und weiter. Ja, doch, der Balken ist schon optimal. Aber von wo aus geht's dann weiter?
kann ich mich schon mal dran festhalten. Bahnen wir uns den Weg.